Besondere an Dale Carnegie jetzt im Vergleich zu anderen Anbietern ist, dass man in den Trainings kaum zur Ruhe kommt. Man wird kontinuierlich aufgefordert, mitzuarbeiten. Und zwar alle in der Gruppe. Es wurden an der Stelle diverseste theoretische Übungen direkt mit der Praxis verknüpft und wir durften alle ran. Wir hatten in der Gruppe 12 Kollegen und es durfte wirklich jeder in der Praxis das soeben theoretisch Erlernte dann entsprechend ansetzen. Jedes Gespräch vor Ort beim Kunde, jeder Termin ist dann individuell, aber letzten Endes gibt es doch immer wieder Punkte, die sich wiederholen. Und wenn man die klar im Hinterkopf hat und weiß, ich bin jetzt genau da und da, als nächstes kann ich den Kunden abholen, ich kann ihm jetzt den Benefit darstellen und eventuell jetzt schon direkt zum Abschluss kommen und punkten, dann ist das eine tolle Sache. Gibt einem diese zu einerseits innere Zufriedenheit, erhöht das Selbstbewusstsein und man kommt schneller zum Erfolg. In der gleichen Zeit bekomme ich heute wesentlich detailliertere Informationen, die mich weiterbringen, um zum einen die Beziehung zum Kunde zu stärken und zum anderen ihm dann eine entsprechende Lösung direkt anbieten zu können. Das Besondere am Dale Carnegie Training war, dass man auch die Kollegen aus den anderen Abteilungen mit dabei hatte. Die vorhergehenden Trainings waren meist rein vertriebsorientiert und dementsprechend war meist rein nur der Außendienst dabei. Jetzt an der Stelle, da waren Produktmanager mit dabei, es waren die Geschäftsleitung mit dabei, es waren Kollegen aus HR on board und der Vertrieb, sowohl der Außen- als auch der Innendienst, haben das Ganze entsprechend mit abgerundet. Und dahingehend hat man da innerhalb der Firma schon das Netzwerk gesponnen, hat dann gemerkt, okay, wir verkaufen ja am Ende dem Kunden nur, wenn er daraus auch einen Benefit von diesem Produkt, von den Features generiert. Und da hat sich in den Köpfen der Leute doch einiges gewandelt. Und auch in der Art und Aufbereitung der Unterlagen ist das eingeflossen. In unserem Marketing, wo wir da mittlerweile auf diversen Plattformen unterwegs sind, wird vielmehr der Nutzen in den Vordergrund gestellt als das ein oder andere Attribut des Produktes.